Was machen wir? Was machen wir? Also, zuerst mal müssen wir dir erklären, wie man Kaffeesäcke transportiert. Wie viel Kaffee wir legen den zuerst mal hin. So, jetzt greifst du eine Ecke hier unten. Und jetzt heben wir den hoch. Und jetzt werfen wir den dann links hoch. Eins und. In dem Sack sind ungefähr 69 Kilo immer drin, also knapp 70. So viel wiege ich quasi, wenn man mich hier aufwerfen würde. Das ist Velko und da hinten ist Matze. Wir sind hier gerade in so einer kleinen Kaffeerösterei und wollen euch mal ein bisschen was über Kaffee erzählen. Denn ich weiß zum Beispiel gar nichts darüber. Ich trinke ihn sehr gerne. Ja, und das Wichtige ist, dass er schmeckt. Aber warum er jetzt gut schmeckt, weiß ich nicht. Und dafür habe ich dich heute dabei. Grün ist er also vorher. Ich glaube, das wissen ganz, ganz viele Leute nicht da draußen, dass Kaffee vorher so aussieht. Also du kannst auch mal dran riechen, wenn du mal so eine Handvoll nimmst. Oh, das riecht echt wie grüne rohe Bohnen. Riecht so ein bisschen wie Heu oder so. So, Matze macht jetzt hier erstmal die Mischung fertig, richtig? Genau, richtig. Das sind praktisch unsere eigenen Mischungen. Die bestehen dann zum Beispiel aus 65% Brasil und 35% Guatemala. Und das ist dann unser Espresso. Wir haben unterschiedliche Länder, weil wir unterschiedliche Mischungen haben. Und wir haben zum Beispiel Tansania, Kolumbien. Aus jedem Land schmeckt der Kaffee anders. Es gibt so typische Geschmäcker für Länder, zum Beispiel Guatemala wird am meisten schokoladig sein, während der Äthiopien sehr fruchtig sein kann. Aber der gemahlene Kaffee, den man so kaufen kann, ist das immer nur eine Sorte? Nein, das sind auch Mischungsverhältnisse, ne? Oder das sind also es ist immer unterschiedlich. Entweder haben wir bei Filterkaffees oft einen sortenreinen Kaffee, also nur eine Bohne. Und bei Espressi sind das dann oft Mischungen, also Blends. Hast du die Rezepte alle im Kopf, Matze? Die Rezepte hat man tatsächlich irgendwann im Kopf. Ja? So, also Mission Step One. Mission Impossible. Also mischen, Kaffeesäcke schleppen, mischen, dann oben rein in den Trichter, dann wird das in den Röster gelassen, dort wird er durchgerührt und erhitzt, geröstet. Irgendwann kommt er ins Kühlsieb, wird runtergekühlt und dann kommt er in die Tüte. Drin ist eine Trommel, die dreht sich. Ja. Wie so eine Waschmaschine kann man sich das vorstellen. Und unten drunter ist eine Gasbank. Wenn du hier durchguckst. Eine was? So eine Gasbank. Also ist ein Gasbrenner. Ja. Und es funktioniert im Prinzip wie ein Gasherd. Also ich kann hier die Flamme regulieren. Tatsächlich, Gas, ja. Und dann verändert sich das da drin. Ne? Und im Prinzip arbeite ich hier beim Rösten mit der Flamme von unten. Und oben, hier kann ich die Zuluft zu machen. Also habe ich da drin so ein bisschen so einen Backofeneffekt. Cool, ja. Das ist also so eine Mischung aus irgendwie ein Steak in die Pfanne und dann noch in den Backofen. Weißt du? Hört sich perfekt Medium an. In dem Röster sind im Moment 170 Gramm, aber weil er auch gerade runtergekühlt hat. Und normalerweise am Ende, wenn der Kaffee rauskommt, haben wir 208 Grad ungefähr. 200 Grad? Ja, über 200 Grad. Wie lange dauert ein Röstvorgang? Ein Röstvorgang dauert unterschiedlich je nach Kaffee von 12 bis 14 Minuten bei uns. Länger nicht? Also es ist so, dass die Bohne hat noch sehr viel Wasseranteil. Wenn sie da drin erhitzt wird und so weiter, irgendwann will das Wasser nach außen. Ja. Und dadurch platzt das auf. Das ist im Prinzip so wie beim Popcorn. Es gibt einen First Crack und es gibt einen Second Crack. Und diesen Second Crack wollen wir nicht haben als moderne Rösterei. Wir wollen also die Aromen erhalten und je länger wir rösten, desto mehr verbrennt dieser Kaffee. Okay. Und dann kommt irgendwann der Second Crack, das ist so der böse Crack bei uns. Und wir haben also nur den First Crack und kurz nach dem First Crack holen wir die Bohne schon raus. Es gibt ja zwei verschiedene Arten von Kaffee, ne? Pflanzen. Also einmal Arabica und... Genau, also es gibt zwei verschiedene, die trinkbar sind. Das ist Arabica und Robusta. Und traditionell wird viel Robusta beigemischt, einfach zu den Espresso-Sorten und Espresso-Mischungen. Das gibt dem Ganzen nochmal so eine sehr hölzerne, erdige Note. Mhm. Die klassische Espresso-Trinker vielleicht mögen. Wir mögen das nicht so gerne. Also der Robusta pur schmeckt für mich immer sehr so gummimäßig, eher so wie so ein Autoreifen. Also Hintergrund ist auch, der Robusta ist, der ist robust und wächst auch in niedrigeren Gebieten, während der Arabica ein Hochlandkaffee ist und er dort vorzufinden ist. Also ist auch teurer. Aber Qualität hat er bekanntlich meistens seinen Preis. Ja. Was kostet so ein Sack? Unterschiedlich. Ein Sack kann 600 Euro kosten. Und deshalb muss man konzentriert sein, damit das nicht verbrennt. Ja, ja. Sonst kann man das wegwerfen. Die letzten Sekunden verändert sich sehr viel. Und da muss man dann schnell reagieren und sagen, okay, jetzt ist der Zeitpunkt, wo ich die Klappe hochreiße und den Kaffee rauslasse. Also, konzentrier dich.
Du bist gleich dran. Okay, Chef. Nur noch. Okay, und 3, 2, 1 und los. Alle raus! Ah, warte, da springen noch ein paar. So, jetzt langsam runter. Lecker! Genau, also der Kaffee wird bei uns genauso traditionell geröstet wie früher, Trommelröster. Ist alles das gleiche Prinzip. Ja. Aber eigentlich kann man das auch zu Hause in der Pfanne machen? Genau, also in der Pfanne kann ich auch Kaffee rösten, wird aber nicht so gleichmäßig. Ja, klar. Weil da habe ich diese Luft nicht, diesen Backofeneffekt drin. Ja. Ne? Und im Backofen? Da hast du das Rösten wiederum nicht. Ja, cool, vielen Dank. Matze, danke dir. Gerne. Für eure Zeit, dass wir hier mal reinluschern durften. Und nächstes Mal komme ich ins Studio und du backst für mich, ne? Ja, auf jeden Fall. Ich mache dir was Leckeres mit deinem Kaffee. Kaffeetorte oder sehr so. Gut. Zum Beispiel. Ey, das wäre echt eine ganz coole Idee. Komm einfach vorbei. Ja. Machen wir so.